grüßt euch und habe die Ehre zur neuen Woche. Fahrenflug Nummer 120, heute am Montag, der 14. Juni. Und ich bin am Meer. Am Meer. Wisst ihr ja noch, vom ersten Schnitt habe ich ja gesagt, das war ja letztes, das war vor zwei Wochen das Video, oder? Wo wir da Silo gefüllt haben und so weiter. Und dann habe ich ja gesagt, da stehen noch 2,5 Hektar Jungviehfutter noch da. Und das ist das, was ich jetzt mähe. Weil das habe ich ja gesagt damals, das könnte ein bisschen älter werden, kann ein bisschen ringen und reifer werden und das ist jetzt perfekt. Wetter hat er aber jetzt super gut die nächsten paar Tage mit über 30 Grad, eine richtige Hitze und so weiter. Und ja, und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ich muss einmal was machen, was ich jetzt schon vor, ich glaube, 10 Jahre lang nur mal gemacht habe. Und zwar, dass ich vom ersten Schnitt was heiber tue, also Heu mache, trocken mache. Oder? Habe ich die letzten Jahre eigentlich nie wieder gemacht, weil einfach, ja, das ist immer Silo machen, erster Schnitt am einfachsten war, weil ja auch nie ist, oder nicht immer das Wetter beständig gut ist, dass man richtig gut heiber kann. Weil, ja, klar, andere bringen es Hei auch rein, so ist es nicht, gell? Aber einfach so, dass es entspannt geht, sagen wir mal so. Und das, von dem gehe ich jetzt aus, dass es jetzt so Wetter ist, dass es entspannt zum Heiber ist. Und darum mache ich das jetzt da mal. Und zumal natürlich da ganz wichtig ist, dass diese Fläche, wenn es jetzt da regnet, dann kannst du nicht die nächsten zwei Tage reinfahren. Oder? Und das ist natürlich auch immer so. Also da soll es jetzt mindestens eine Woche lang nicht geregnet haben. Oder dass man wenigstens reinfahren kann. Und das haben wir jetzt, oder? Und darum ist jetzt auch der Boden ist zwar noch nicht ganz locker, aber ich meine, dass es eigentlich funktionieren müsste. Es sind aber so ein paar Stellen, wo halt ein bisschen, wenn man läuft, oder merkst du schon noch, wie es ein bisschen so geht, schwarz geht. Wie auch immer, wie es auch immer heißer ist. Also leicht feucht ist schon einfach. Und sonst, eben sonst, wenn das jetzt im Silo war, oder wenn ich da schon ein Silo gemacht habe, habe ich das ja eigentlich was gemäht, liegen lang wie es ist, oder? Gar nichts gemacht, zusammengeschwadert und dann voll erpressen. So musst du halt nicht viel im Feld umherfahren, oder? Und hast dann auch keine Futterverschmutzung, hast auch keine, ja, hauptsächlich Futterverschmutzung und dass halt das Gras irgendwie in den Dreck reinkommt, ja, oder Dreck vom Boden aus mitnimmst und so sagen, das ist toll. Aber jetzt möchte ich es einfach mal wieder probieren, weil es, wie gesagt, ganz gut geht. Recht trocken ist und ja, jetzt schauen wir mal. Denn jetzt machen wir seit langem mal wieder ein Heu. Ein Schumperheu gibt es da. Das ist auch bloß fürs Jungvieh nachher, oder? Oder mal, man wird sehen, wer es frisst. Wenn es Kühe auffressen, dann kriegen sie es genauso. Gell? Also, wo ist es jetzt da? Weil ja diese Wiese, wie ihr ja wisst, oder jetzt qualitativ nicht so besonders gut ist. Da wachsen viele säuerlichere Gräser, ist ja viel Hahn, Fuß hin und dieses, wie heißt denn das Lederne nochmal? Mir fällt es jetzt gar nicht ein. Tatlicht, Nelke, irgendwie halt, das ist halt auch nichts Gescheites halt, aber ja, es geht. Obwohl, sagen wir mal so am Rand her, am Ding wird es. Gras immer noch ein bisschen anders, wird ein bisschen mehr Gras, denn da nur mal ganz so viel Klumpen. Ja, so. Ja. Da sieht man es. Schau mal, so ein Zweck. Da so diese rote Blimmle da, das ist jetzt, und da sieht man ja auch, das steht. Ist zu laut zum Schwätzen. Aber da, wo die Dinger standen, da ist es auch noch feuchter, oder? Und da ist es auch nicht hoch, gell? Da haben wir ja gesehen, da startet viel. Weiter hin, aber da in den trockenen Bereichen, da ist es richtig schön gestanden. Gell? Also, gut. Das merkt man schon, da in der Mitte ist es jetzt so rasend. Aber ist egal. Ist wie es ist. Gell? So, ja, genau, da mähe ich das. Vorne die Nasswiese, wo am Hof vorne ist, die habe ich schon gemäht. Das wird auch noch, da sieht man es auch. Da ist auch, da steht auch ganz wenig, weil es da auch recht feucht ist daher. Gell? Ich hoffe, es hat man gesehen, so schnell auf dem Ding.
Und so, ja, was haben wir noch sonst zum Verzeller? Ja, da gehe ich jetzt an Hyper. Also und Hyper, genau. Wenn ich hype, dann dreitägig. Also bei uns normalerweise hypert jeder, also die, wo das Hai mit Holm nimmt, nicht das, was nicht gepresst wird oder so. Also es werden ja viele bei uns holen das Hai lose Holm und haben dann Holm eine Kaltlufttrocknung oder die speziellen Heumilchbetriebe, die haben auch Warmlufttrocknungen drin, dass die dann noch ein bisschen nachtrocknen können. Gell? Aber die meisten, sagen wir mal, haben die Kaltlufttrocknung oder sowas. Und da kannst du ja, da kannst du gut bei so einem Wetter zweitägig heiben, wird das tatenlos. Da tust du ein paar Tage ein bisschen lüften und dann ist das tipptopp. Gell? Und genau sowas habe ich natürlich nicht mehr. Da habe ich schon mal erklärt, warum ich das nicht mehr habe. Weil mein Heistock durch den Stallumbau, da ist ja doch, da ist, da, wie soll ich sagen, da fressen jetzt Kühe drin in meinem Heistock, oder? Und da hat natürlich 3 Meter Höhe, hat jetzt da gefehlt. Und jetzt habe ich bloß noch so einen relativ niedriger Heistock. Und da müsste man ja dann zur Trocknung und dann nochmal am Boden reinmachen und alles. Und das habe ich nochmal gemacht, weil er hätte wieder Höhe verloren. Und dann, ach, das ist halt blöd. Und darum habe ich mich halt jetzt entschieden, da gar nichts zu machen. Und jetzt tue ich halt, wenn ich Heu mache oder wenn ich Armader mache oder was trocken mache, mache ich das dreitägig, dass das wirklich hundertprozentig trocken ist und man nichts mehr machen muss. So wie wenn man es in den Baller presst, oder? Da muss es ja auch hundertprozentig sein, dass da dann nichts in der Rinne schimmelt oder warm wird oder wie auch immer. Gell? So ist da der Plan. Also trocken bei mir immer dreitägig. Und darum mache ich halt bloß Hai, wenn es wirklich hundertprozentig war da. Weil alles andere ist Push. So, da wieder ein bisschen was dazu erzählt. So, und da hat als nächstes mache ich jetzt noch, habe ich auch gesagt schon beim letzten, Weidepflege, Pflegeschnitt auf der Wiese dann eben nicht da noch. Das mache ich auch gleich mit. Okay. Da, das würde ich dann bloß zusammenrechnen und wegfahren, habe ich ja schon mal gesagt. Außer, das ist eure Schwelle. Das könnt ihr euch nachher zeigen. Ah, das zeige ich euch nachher. Das ist so eine Senke. Und in der Senke sammelt sich immer das Regenwasser, das Oberflächenwasser. Wenn es viel regnet, dann ist da ein kleiner See. Und in diesem kleinen See fressen sie immer das Gras hinter. Also, ich weiß es nicht, es ist kein Dreckwasser, kein gar nichts. Regenwasser, wenn es halt viel regnet, dann bleibt es halt ein bisschen standen. Hammer, Ganze nicht mehr rein, fressen sie nochmal. Und das mähe ich auch zusammen und das mache ich jetzt auch trocken. Das mache ich als Streiber, als zum Eisstreuen dann für Kälber in Kälberboxen rein oder irgendwie sowas. Also, Hauptsache, dass es auch verwertet ist, weil das wäre mir jetzt gerade schade, um das wegschmeißen. Weil gesagt, halt da in Biogasfahrer, habe ich ja schon mal gesagt. Gell? Weil bei uns, wir wissen ja selber, der Strom kostet einen Haufen Geld und das geht ja eigentlich, weil es auch von der Qualität noch ganz okay ist. So, jetzt bin ich da fertig und jetzt mache ich dann dahinter weiter, aber weit haben wir jetzt nur, glaube ich. Und genau, dann machen wir anders mal weiter.
Heu. Beste Qualität. Also ich bin Kurwehr, ich tät ausflippen. Schwätze kennt. So, ja. Jetzt geht es am Ende zu. Ich habe jetzt schon, was haben wir denn? Vorne eine drei und da vier, sieben Fuhrerei und jetzt sieben Fuhrer, ja, Schumperhai. Das habe ich ja schon mal gesagt, oder, dass das von dem Ding ist. Und jetzt bin ich gerade noch zum Schluss dran an dem, ja, Einstreumaterial, sagen wir mal so. Die ist noch auf zum Laden. Das kommt extra auf einen anderen Heistock und ja, dass man das so einstreuen nehmen kann. Habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Als Strohersatz für sowas. Für sowas geht es noch. Jo, sonst soweit alles gut. Ja, Wetter top, heiß wie Sau, schwitzen muss wie Sau. Aber das ist genau ein halber Wert. Da ist das, da gehört das so. Das ist eine Sache. Das ist überhaupt leicht. Ja, wie jetzt gar nicht gewinnt, wenn das hinter alles zu ist. Ich weiß es nicht, ich mag das nicht, wenn es zu ist. Ich muss meine Maschine hören. Weil da hörst du sofort, wenn irgendwas nicht so tut, wie es ist, hörst du es. Wenn alles zu ist, hörst du nichts. Und das ist ein bisschen blöd. Also drum, ja, ist halt so. Ja, so. Ja gut, sonst weiß ich jetzt gerade nichts. Mal schauen, ob ich das alles auf hohe Fuhr reinbringe. Obwohl, da ist es scheißegal, da knädeln wir es rein, bis es pfeift. Das wird schon kommen. Geil. Also gut, dann habe ich ja das noch, ja, und dann ist, jetzt ist wirklich Ende erster Schnitt. Also, das da, das da ist jetzt das letzte. Und dann warten wir halt, schauen wir, wie es weitergeht. Wie es wieder wächst, wie es wieder, jetzt ist es relativ trocken, weil, wenn es so ist, es könnte wieder ein bisschen Regen durch, aber wird es jetzt mal nicht gleich, aber das Wetter soll ein bisschen labiler werden und labiler heißt bei uns Gewitter und dann ja, ist die Chance schon, dass mal wieder ein Spritzer tut. Aber das geht aber nur so. Also so ist es jetzt nicht. Okay. So viel da dazu. Ja. Und das ist mein Dinner, das haben wir ja auch schon mal gesehen. Das habe ich beim letzten Mal ja schon gezeigt, oder? Mit Kran und so weiter, wie das funktioniert. Das gleiche ist halt jetzt. Jetzt kommt es nicht den Zieler, sondern da dahinter, wo der große Bottich noch war, oder? Aber das habe ich ja so kurz am Ding nebenher einmal, habe ich es erzeugt. Aber das können wir auch demnächst einmal, oder wie es halt gerade passt, machen. Und zeugen. Okay. Nein, ist gut. Nulli sind da halt. Aber die haben schon auch ganz nett zum Kämpfen jetzt. Hey, hey, hey. Ich bin schon kurz davor, mehr, sie halt rein zum Holen. Weil es ist schon knallig heiß. Das einzige Gute ist noch, es geht immer noch Wind. Und also, ja, mal schauen, was sie sagen. Morgen soll es noch heißer sein, am Freitag auch noch heißer. Könnte sein, dass ich sie mittags reibe. Hup, 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 hup. Hup, heißt voll. Naja. Schieben wir es noch hinten, dass es richtig druckt. Und
nachher passt das schon noch rein. Ja, genau, mit der Kia, das werden wir sehen, weil die leiden, die haben halt einen Hitzestress, haben sie, ja, das merkst du, das ist schon, aber mein Gott, nein. Hinten ist es auch warm im Stall, klar, bremst du nicht so auf der Pelz, gell, aber, ja, jetzt müssen wir mal schauen. Es könnte schon sein, dass ich sie morgen dann mittags reinhole und nachher kriegen sie halt hinten ein bisschen was zu essen. Dann ist es doch angenehmer, weil die brauche ich jetzt bloß Ruhe, die kommen im Galopp gerannt, gell? Also die werden schon rein. Gell? Das tun wir jetzt auch. Die sind schon wieder am daherlaufen, ich glaube, ich würde sie jetzt gleich reinlassen. Ja. Wie gern sie draußen sind, aber wenn es so heiß ist, kann sie auch gern wieder rein. So, und ich muss ja nicht da das Loch aufmachen, weil sonst kriege ich auch einen Hitzestau. Das ist halt der Nachteil, wenn du keine Klimaanlage hast. Aber ich mach das nicht. Dann lieber Fenster auf. Hola. So, jetzt am Freitagmittag, ja, es ist doch so heiß, hey, jetzt tun wir sie rein, die Damen, gell, kommen da auch gleich, ja, ist schon anstrengend, ich habe sie jetzt eben da vorne in der Wiese gehabt, da vorne, und da vorne ist nichts zum Unterstanden, nichts zum, keine Bäume, Bosche oder sonst irgendwas, wo sie mal ein bisschen in Schatten standen können, gell, und darum kommen wir jetzt rein. Gestern waren sie noch da hinten an der Wiese, da hinten und oben im Haus. Und da kommt jetzt an der Waldrand auf. Oder da sieht man ja da, den, wo der Bach runtergeht, so eine Baumreihe. Da standen sie dann unten rein und so. Das ist, da ist okay, da können sie leicht einmal raus sein. Aber wenn es so knallt, ist es besser. Wir gehen rein und machen jetzt so langsam Siesta oder Pause. So, und wenn wir gerade beim Thema Pause sind, würde ich sagen, war es das auch für das Video. Weil morgen habe ich wieder, darf ich mal ausnahmsweise wieder in der Ferienwohnungen im Einsatz kommen. Und darum kommt so und so jetzt nichts mehr Neues dazu. Gell? Und darum schließen wir das. So, dann war es das Video für heute und Heuernte habt ihr gesehen. Und ja, der Abschluss, erster Schnitt, fertig. Und ja, dann kommt Purzel und will noch mal ein bisschen streicheln. Ja, wie immer. Ach, die mag Kamera, glaube ich, gar nicht. Die ist immer so nasch. Gell? Also dann, hoffe ich, es hat euch wieder gefallen, das Video. Könnt ihr gerne einen Daumen geben, oder? Und ja, dann bis zum nächsten Mal, oder? Also, pfiat euch und habe die Ehre. Du bist so nett. Ja, ja. Okay. So, jetzt kommen wir aber rein. Komm, ab hier. Geh. Okay. Puh.